Wie man seine Leber lebenslang fit hält, überraschend einfach, das ist der Titel. Zunächst müssen wir verstehen, wozu die Leber da ist und was so fatal ist, wenn sie nicht mehr in dem Maße funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren soll. Das Gewebe der Leber besteht aus vielen kleinen Kanälchen, genau, Läppchen, ja, die aus Leberzellen aufgebaut sind. Ja, zwischen den Leberzellen befinden sich zahlreiche Gefäße, in denen Blut und Gallenflüssigkeit fließen. Über die Pfortader, die das Blut aus dem Verdauungsorgan sammelt, gelangen Nährstoffe, Medikamente, aber auch Gifte in die Leber. Hier werden die Substanzen, kann man sagen, ja, verarbeitet, gespeichert, umgebaut, entgiftet und ans Blut wieder abgegeben oder über den Darm ausgeschieden oder über die Niere, dementsprechend auch über den Urin. Ja. Dazu muss aber zunächst wasserlöslich gemacht werden. Das macht die Leber. Die Leber kann auf diesem Weg zum Beispiel Blut und Alkohol entgiften oder auch Medikamente, ja, Abbauprodukte dementsprechend werden dann, wie gesagt, schon entsorgt. Außerdem stellt die Leber mit Hilfe von Vitamin K Eiweiße her, die für die Blutgerinnung wichtig sind. Sie ist auch eins der Organe, die alte oder beschädigte Blutkörperchen abbauen. Sehr wichtig für die Autophagie auch. Ja? Die Leber spielt bei allen Stoffwechselprozessen eine zentrale Rolle. Zum Beispiel beim Fettstoffwechsel bauen die Leberzellen Fett ab und erzeugen damit Energie. Außerdem produziert die Leber pro Tag 800 bis 1 Liter Galle. Die gelb-bräunliche, olivgrüne Flüssigkeit wird in kleinen Gallenkanälchen gesammelt und gelangt über den großen Gallengang in den 12-Fingerdarm. Die Galle hilft dabei, Fette zu spalten und aufzunehmen. Beim Kohlenhydratstoffwechsel sorgt unter anderem die Leber dafür, dass der Blutzucker, ja, so kann man sagen, ja, Blutglucose, konstant bleibt. Steigt der Blutzuckerspiegel, ja, dementsprechend im Blut, ja, beispielsweise nach einer Mahlzeit, nimmt die Leber den Zucker über die Pfortader auf und speichert ihn als Glykogen, ja, weil es nicht osmotisch ist, Glykogen. Glucose schon. Auch beim, sonst würde es Wasser nach sich ziehen. Ja. Auch beim Eiweißstoffwechsel spielt die Leber eine zentrale Rolle. Ja. Sie wandelt die Aminosäuren aus der Nahrung so um, dass aus ihren Energie gewonnen werden kann. Ja. Oder auch dementsprechend in Kohlenhydrate oder Fette daraus hergestellt werden können. Dabei entsteht giftiges Ammoniak beim Abbau von Aminosäuren. Dies bauen die Leberzellen zu dem viel ungiftigeren Harnstoff um und geben ihn dann später wieder ans Blut ab. Der Harnstoff gelangt, ja, zu Niere und wird mit dem Urin dementsprechend ausgeschieden. Wo wir auch schon beim Tipp Nummer 1 sind. Moderat viel Protein essen. Der Körper ist und war niemals darauf ausgelegt, seine Energie aus Proteinen bzw. aus Aminosäuren zu generieren. Diese verbrennen sehr unsauber, sag ich mal, ja, da Stickstoff übrig bleibt. Daher müssen Enzyme, wie zum Beispiel die Glutaminase, ja, aus der Leber und aus der Niere, Bicarbonat, ein Basenpuffer, addieren, um ständig Entgiftungsarbeit von Ammoniak vorzunehmen. Was übrig bleibt bei dem Abbau von Proteinen. Dies belastet die Leber und die Niere unnötig und kann zu Übersäuerung führen beim Funktionsverlust der Leber und der Niere. Daher sieht man auch immer, sobald die Niere oder die Leber etwas weniger arbeitet, verschlechtert sich der pH-Wert auch im Blut. Ja, und das wird katalysiert natürlich durch Protein, genau genommen tierisches Protein. Das beste Indiz ist sicherlich das, dass wir Aminosäuren und Proteine nicht speichern können. Damit ist kausal belegt, dass die Evolution quasi Proteine als unnütz betitelt, weil wir haben ja nicht regelmäßig immer damals gegessen. Fett und Kohlenhydrate können wir natürlich schon zu einem gewissen Maße speichern. Tipp Nummer 2, die richtige Ernährung und die Mahlzeitenfrequenz, ja, zur Vermeidung der Fettleber, ja, durch die Haltung, die man hat. Was heißt das? Zucker ist das Substrat, welches am schnellsten Energie liefert. Dies wird vermehrt bei Stress von der Leber an das Blut abgegeben. Bei Dauerstress mit fatalen Folgen, die Leber wird krank, indem sie aus allen Bereichen quasi Zucker in sich akkumuliert, zum Beispiel indem sie statt auf Fettspaltung auf Zuckerspaltung umsteigt, da dies ja schneller geht bei Dauerstress. Gleichzeitig entwickelt der Mensch aber eine Insulinresistenz im Blut, ja, so dass durch die ständige hohen stressbedingten Zucker, ja, der Zucker im Blut verbleibt. Daher kann die Leber auch weniger nachschieben und dementsprechend nicht an ihre Reserven gehen und kann dann dementsprechend auch selbst verfetten. Ja, das gleiche gilt übrigens auch für das Herz, ganz wichtig. Das Herz ist normalerweise ein Organ, welches auf Fett läuft, ja, ganz wichtig. So kann ein schlanker Mensch eine kranke Fettleber manifestieren. Ja? Eine verfettete Leber verliert ihre Funktion auf Dauer, da die Fettzellen zu viel Volumina einnehmen und gesunde Zellen dementsprechend verdrängen werden. Ja? So wird Entzündungsmediatoren werden dadurch auch ausgesendet, ja, ganz wichtig. Da ist Stressreduktion das Wichtigste für die Leber. Das heißt Meditation. Nur 15 Minuten am Tag und auch 2 Stunden vor dem Schlafengehen, keine Bildschirme mehr anschauen, ist hier sicherlich der Königsweg.
Punkt Nummer 3, die richtige Ernährung und Mahlzeitenfrequenz. Zu viel Zucker oder Fett, die schnell verfügbar sind, so muss es nicht der Kalorienüberschuss sein, der natürlich auch zu einer Verfettung der Leber führt, ja, sondern eher, dass so schnell so viel Zucker oder Fett zugeführt wird, dass der Körper gar nicht anders kann, als es zu speichern, weil es kann es gar nicht so schnell verwerten. Das kann zum Beispiel ein Burger sein, viel Fett, ja, Weißmehl, ja, und eine Cola oder ein Milchshake dazu. Da sollte man immer darauf achten, genügend Ballaststoffe zu konsumieren. Das führt dazu, dass die Gallenflüssigkeit der Leber angeregt wird. Diese enthält Cholesterin, die Gallenflüssigkeit, und senkt so die Fette intrazellulär. Das heißt, pflanzliche Kost sollte eine große Rolle spielen, denn die Ballaststoffe puffern die schnell verwerteten Zucker und Fette auch, ja, sodass der Körper mehr Zeit hat, damit zu arbeiten und es nicht sofort zu speichern. Punkt Nummer 4, die Umweltgifte, das heißt Xenobiotika, die so gesehen keinen Nutzen im Körper haben oder nicht der, wie sie sollte halt, ja, oder die auch synthetisch hergestellt wird und quasi so in unserem Körper keine Funktion hätten oder vornehmen würden, ja, die wirklich zur Erhaltung der Funktion, der zum Beispiel wie Vitamin oder sowas halt, ne, was ja essentiell ist, was nicht essentiell ist einfach halt, synthetische Stoffe, ja, die normalerweise so in der Natur niemals vorgekommen wäre, vor allen Dingen in der Quantität, in der Menge, ja, wären wir nicht in Berührung gekommen damit, ja. Pestizide, da achtet immer darauf, Bio zu kaufen, ja, wenn es nicht geht, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, immer ein unabhängiges Analysezertifikat zu Erregern, Schwermetallen, Pestiziden, Ethylenoxid anfragen bei eurem Vertreiber. Da kann ich euch sehr ans Herz legen. Purazell verlinke ich euch gerne mal unten. Ja. Die testen nämlich immer auf Schwermetalle, Erreger, Pestizide in einem unabhängigen Labor mit Unterschrift des Laborleiters. Das ist ganz wichtig. Ja. Die muss immer mit dabei sein. Ja. Achtet auch auf Mikroplastik, ja, Schwermetalle, Medikamente oder davon Rückstände vor allen Dingen auch. Ja, das heißt, Leitungswasser könnte auch in einigen Bereichen kritisch sein. Ja, oder künstliche synthetische Süßstoffe, Sucralose, Acesulfam K, Aspartam, Weichmacher, Xenobiotika aus Pflegeprodukten, Antibiotika und so weiter führen dazu, dass die Entgiftungsfunktion der Leber in einem Ausmaß stattfinden muss, ja, wie sie es so nicht gewohnt ist, ja. Diese Abbauprodukte werden zu Toxinen erst beim Abbau. Selbst sind die erstmal nicht toxisch. Zum Beispiel kennen wir das in der Leber zum Beispiel, ja, die Detoxifikationsphase 1 und 2, ja, wo die Stoffe wasserlöslich gemacht werden, ja, zum Ausscheiden, ja. So, diese toxischen Stoffe führen dann zum Absterben von Leberzellen, wie man es auch zum Beispiel beim Ethanol kennt, ja. Das Alkohol, das Ethanol ist ja so gesehen jetzt nicht das Giftige, sondern das Abbauprodukt, ja, das Acetaldehyd, ja, zum Beispiel, welches daraus entsteht bei der Entgiftung erstmal. Ja. Die schränkt die Leberfunktion mit der Zeit weiter ein. Ja. So, und Zellen werden dementsprechend dann auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Daher sollte man immer darauf achten, die Stoffe stark zu reduzieren und nur, wenn es nicht anders geht, zu konsumieren. Punkt Nummer 5, Sauerstoffradikale. Sauerstoff- oder Stickstoffradikale im Körper führen auch zur DNA-Schädigung und im schlimmsten Fall auch zu Krebs sowie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da Stickstoffmonoxid weggepuffert wird. Da die Arterienbreitstellung, die Vasodilation, ja, dadurch gehemmt wird und der Blutdruck dadurch steigt, ja, sowie die Herzwand wird dadurch verdickt, weil das Herz muss immer gegen engere Arterien pumpen und dadurch verdickt sich dann dementsprechend die Herzwand nach innen. Ja, das Herz kann immer weniger Volumina fassen, muss immer schneller schlagen, der Puls geht hoch und so weiter und so fort. Diese kommen vor allem durch stark erhitztes Essen von Grillen, Frittieren zustande. Alles, was heißer wird quasi als Wasser. Ja, leider, aber es ist so. Ja. Auch Backofen leider, ja. Auch vermeintlich gesunde wirkende Produkte, wie zum Beispiel Nüsse, geröstet, ja, fördern Sauerstoffradikale und Entzündungen bei unserem Körper. Diese sind keine gesunden Lebensmittel, geröstete Nüsse, auf gar keinen Fall. Achtet immer auf Rohkostqualität, ja. Da sollte diese Zubereitung nicht den Alltag bestimmen. Ich möchte nichts verbieten oder wie auch immer. Du kannst tun lassen, was du willst. Ja? Das sind nur kostenlose Informationen hier für dich. Aber das Wichtige ist immer, die Dosis macht immer das Gift. Wenn man jeden Tag frittierte Sachen, gebratete Sachen isst aus dem Backofen und so weiter, dann kann das sicherlich problematisch werden. Ja? So. Von daher achtet immer darauf, zu dünsten, ja? In Wasser zu garen und solche Sachen. Halt. Die Oxidantien, ja, müssen unschädlich gemacht werden, ja, durch Antioxidantien, die der Körper zum Teil selbst produziert. Ja. Führt man eher wenig von außen zu, über Gemüse, ja, eher weniger Obst, mehr, wenn Obst, dann Beeren, ja, und ist wie oben beschrieben, verbraucht man die körpereigenen Antioxidantien sehr, sehr schnell. Und das kommt zu einem Mangel an, zum Beispiel Coenzym Q10, Glutathion, Alpha-Liponsäure, NADH. Zum Beispiel beim Q10, ja, und NADH führt es dazu, dass, weil die auch Antioxidantien sind und dadurch verbraucht werden, ja, wie ich ja schon gesagt habe, führt es zur Abnahme der Organfunktion, ja, da sie eine wichtige Rolle in den Mitochondrien spielen zum Beispiel, ja, das Q10 im Komplex 1 und 2, ja.
So, die Kraftwerke, ja, können so nicht mehr funktionieren, ja, die Mitochondrien. Ja. Zu wenig Glutathion wird zum Ansammeln von Toxinen im Körper führen, da es das Nummer 1 Entgiftungstool überhaupt ist. Und wichtig, nicht Zeolith oder Kieselsäure oder sowas, diese haben 0,0 Auswirkungen auf die Toxine tatsächlich im Organismus selbst. Ja. Da sie nicht lipophil sind, ja, selbst außerhalb des Darms, ja, da sie niemals weiter als der Darm kommen quasi, ja, und nur quasi das, was sich im Darm befindet, rausspülen, ja, was ohnehin schon gegangen wäre halt, ja, was nicht zur Entgiftung dementsprechend zu tun hat, ja, du wirst keinen Millimeter, ich wiederhole, du wirst keinen Millimeter entgiften ohne genügend Glutathion bei deinem Körper. Denn das ist, ja, dementsprechend das, was die Stoffe, die normalerweise den Körper nicht verlassen können, aufgrund von Lipophilie oder sowas halt, wasserlöslich machen und dementsprechend über die Glutathion-Transferase, ja, aufbereitet werden und dementsprechend erst ausgeschieden werden können. Ja. Von daher achtet immer auf euren Glutathionspiegel halt auch. Ne. Lasst den mal messen oder so. Wenn ihr einen Mangel habt, gebt euch eine Infusion. Ja. Oder man kann es auch liposomal zuführen, das ist so eine Mini-Infusion. Ja. So ist dann kein Eingriff im Körper. Normales Glutathion wirkt nicht, dazu haben wir auch eine Studie gemacht, weil es einfach ein Tripeptid ist und im Magen-Darm-Trakt zersetzt wird. Ja, ich verlinke das gerne nach unten, mal das Glutathion. Könnt ihr einfach mal anschauen und könnt euren GSH-RED, das ist reduziert, einfach auch mal messen lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Unterstützen könnt ihr mich auch auf purezell.de für meine kostenlose Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Gebt dem Video noch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal noch, drückt dabei die Glocke, damit ihr informiert werdet, wann ich wieder eure Gesundheit kostenlos optimieren kann. Bis dahin, ciao.